Jacqueline Löhling, wie ist denn die Performance zum Start der neuen Saison? Ja, ganz gut. Ich bin erstmal zufrieden. Es hat sich was getan am Start, was ja mein größtes Problem ist. Und ja, vom Fahren klappt es auch ganz gut. Ich fühle mich eigentlich relativ wohl dieses Jahr. Zwei Siege am Königssee, jetzt in Winterberg auch ein Sieg? Mal gucken, es wird auf jeden Fall schwieriger. Es ist ja eine große Konkurrenz da, das russische Weltcup-Team. Aber ja, ich will alles geben und dann gucke ich, was am Ende dabei rauskommt. Am Ende der Saison steigt ja hier auf deiner Heimbahn die große Weltmeisterschaft. Ist das eine Vision für dich noch? Ja, ist natürlich. Es sollte das Ziel sein von jedem Sportler. Eine Heim-WM hat man nicht so oft und ja, eine Chance ist ja noch da durch die Junioren-WM. Der Sieger von der Junioren-WM darf ja zur großen WM und ja, ist auf jeden Fall mein Ziel. Es wird schwierig, aber dafür trainiere ich ja hart. Lass uns einmal den Fahrplan hier genau analysieren. Wie sieht der Fahrplan für die nächste Zeit aus? Bis Ende Februar 2015. Ja, jetzt habe ich erstmal noch diese Woche das letzte ICC-Rennen und dann finden noch ein paar nationale Lehrgänge statt, dass man halt am Fahren bleibt und auch am Starten. Und dann ist ja am 4. Januar die Deutsche Meisterschaft hier in Winterberg auch wieder. Und dann fahren wir im Januar, so wie es jetzt geplant ist, die Europacups zu Ende mit der ICC-Mannschaft. Das wäre dann noch in Igels und in St. Moritz. Und dann natürlich am 15. Februar die Junioren-WM in Altenberg. Also wenn du erneut Junioren-Weltmeisterin wirst, wie vor 10 Monaten hier in Winterberg, dann bist du sicher bei der großen Weltmeisterschaft dabei. Und was wäre dann möglich? Oh, das ist schwierig. Also erstmal muss ich es schaffen und dann will man natürlich alles geben. Aber so eine WM, das sind natürlich die Weltbesten und das ist immer schwer. Über deine fahrerische Klasse gibt es ja gar nicht zu diskutieren. Eine der weltbesten Fahrerinnen, nur das Problem am Start. Was können wir denn da machen, um dich am Start noch explosiver und schneller zu machen? Weiter hart trainieren, so wie ich es jetzt auch immer gemacht habe. Und es hat sich ja was getan seit letztem Jahr. Und wenn ich so weitermache, dann wird sich auch noch mehr tun, denke ich. Aber es dauert halt seine Zeit. Sonst wäre jeder eine Startrakete und würde jeder einen Startrekord aufstellen. Dankeschön, Jacqueline Löhling, ein Gesicht der Winterberger Bobbahn. Danke. So, Bernhard Lehmann, ein erfahrener Hase, auch in Sachen Trainergeschäft, auch der Trainer von Jacqueline Löhling. Wie würdest du denn momentan hier die Verfassung von Jacqueline einschätzen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, sie hat ja durch die Ergebnisse Lillehammer und auch Königssee gezeigt, dass der eine Part, ich sag mal, das Fahren nach wie vor ihre Stärke ist. Und wir haben eigentlich auch in den Sommermonaten und ab Frühjahr hart trainiert. Und ich denke, dass er da auf dem richtigen Weg ist. Und ich persönlich bin da auch so der Meinung, man braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich athletisch da in die Topform zu bringen, dass man am Start natürlich auch dann dabei ist. Der eine hat es, der andere hat es weniger. Der muss das mit Fleiß und viel Aufwand betreiben. Und ich denke, dass die Jacqueline da auf dem richtigen Weg ist. Und ich bin da immer Optimist und zuversichtlich, was die Saison anbetrifft. Und bis jetzt ist ja alles so eingetreten, wie man sich das ja als Trainer auch erwünscht und erhofft. Und ich bin da ganz guten Mutes, dass wir da noch ein paar gute Ergebnisse bringen können. Jacqueline ist ja jetzt erst 19 Jahre, da kann man ja auch noch viel machen am Start. Was ist denn so gemessen an der Zeit möglich, wie sie sich am Start verbessern kann? Hundertstel, Zehntelsekunden, Fragezeichen? Ja, der Start, Skeleton-Start ist sehr komplex. Ich meine, wir sind ja nicht geboren, in dieser tiefen Position da zu sprinten zu können. Von daher ist er sehr komplex und da bedarf es eigentlich auch einer sehr guten Athletik und Koordinationsvermögen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, was wir in den letzten Jahren, denke ich mal, erkannt haben, dass die Jacqueline da hart arbeiten muss. Und da sind wir einen deutlichen Schritt vorangekommen. Und ich bin da, wie gesagt, recht optimistisch, dass wir das auch weiter ausbauen können. Und man sieht es ja auch bei einzelnen jungen Leuten. Ich habe da auch so Statistiken im Kopf von der Sophia Griebel, die da auch in dem Bereich gestartet ist, wie die Jacqueline jetzt in Oberhof, um mal zum Vergleich zu bringen. Und sie hat dann irgendwann in den Jahren, wo sie ein bisschen älter und reifer war, natürlich, da ist dann der Knoten geplatzt. Und von da an waren natürlich auch die Startzeiten dann in dem Bereich Anschlussleistung an die Weltspitze. Und ich denke, das Gleiche sollte auch der Jacqueline gelingen. Das war mit unserer jetzigen Arbeit und mit dem, was wir trainingstechnisch so vorbereiten und auch umsetzen, dass wir da in den nächsten 2-3 Jahren eigentlich mit Sicherheit noch, ja, ich bin mal Optimist, 2 Zehntel
müssten wir noch schaffen. Wir schauen mal, was jetzt hier so geht. Wenn sie hier so eine 70er gehen kann, wir haben ja so ein bisschen auch Zeitvision und zur Deutschen dann so in der Mitte 65. Klar ist noch keine Weltspitze, die liegt bei 35, aber das sind auch Einzelkönner. Und am Ende sage ich immer, ist es eine komplexe Leistung, man muss schnell starten, keine Frage. Wenn man da Anschluss hat und natürlich dann auch noch top fährt, dann ist ja unten dann die Uhr, die dann ausdrückt, wo man dann tatsächlich sich einordnet. Leistungsmäßig. Die Station dieser Saison, jetzt die deutschen Meisterschaften am 4. Januar, dann am 15. Februar in Altenberg die Juniorenweltmeisterschaft und dann hier die große Weltmeisterschaft. Deutsche Meisterschaft, wie kann sie da abschneiden? Ja, wir haben jetzt so ein bisschen lange überlegt und ich habe mir da so ein bisschen einen Plan vorbereitet, wie ich das angehen möchte. Gar keine Frage. Wir müssen hier zur deutschen Meisterschaft oder Jacqueline muss da zur deutschen Meisterschaft alles zeigen, was sie hat. Wenn sie deutsche Meisterin wird, kann man eigentlich nicht um sie herum, weil das ist nun mal die Haupt- oder die Heimbahn und vor allen Dingen die WM-Bahn. Also hat sie da schon dann sehr gute Chancen. Hinzu kommt natürlich logischerweise dann die Junioren-WM. Und wir versuchen jetzt eigentlich so eine gute Mischung zu finden zwischen weiter im Fahrprozess bleibend und natürlich auch Athletik. Also wir haben jetzt die Woche ist der ICC zu Ende, dann machen wir erstmal so eine Athletikspitze eine Woche und dann wollen wir nochmal nach Altenberg fahren. Dort auch gekoppelt, Bahn fahren, Athletik. Dann ist Weihnachten, ein bisschen ausruhen und dann eigentlich die deutsche Meisterschaft. Und dann bin ich eigentlich überzeugt, dass wir da gut vorbereitet sind und dass wir dann auch auf ein gutes Ergebnis hoffen können. Abschließende Frage, ist Jacqueline bei der Heimweltmeisterschaft dabei? Ich sage, die ist dabei. Und man soll ja da nicht orakeln und vielleicht zu viel hineininterpretieren, zu viel Druck aufbauen. Aber so wie ich die Jacqueline kenne, kann sie das auf alle Fälle mit diesem Druck umgehen. Das hat sie mehrmals schon bewiesen. Und wenn sie dabei ist, dann bin ich ein ganz großer Optimist. Dann kann sie eigentlich auch um die vorderen Plätze mal vorsichtig formuliert mitfahren. Dankeschön, Bernhard Lehmann. Bitte, bitte, gern geschehen.